Willkommen zu Focus 5 News. Miss Handicap 2009, Corinne Barra, und der Vizemister Schweiz 2010, Stefan Dobler, sind beide Botschafter für die T-Shirt-Kampagne mit dem Symbol ID in Gebärdenschrift. Das Ziel ist es, diese T-Shirts in verschiedenen Schweizer Städten zu verkaufen, in Genf, Lausanne, Zürich, Winterthur und Schaffhausen. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass Gebärdensprache keine Affensprache, sondern eine eigenständige Sprache ist und dass man mit Gehörlosen kommunizieren kann. Gorin sagt, es sei wichtig zu zeigen, dass Gehörlose ein Teil der Gesellschaft sind. Stefan Tobler sagt, die Zusammenarbeit mit Gehörlosen sei eine neue Erfahrung für ihn und spannend. Stefan Tobler ist begeistert von der T-Shirt-Idee. Er hat spontan auf sein Modelhonorar verzichtet und möchte es dem Schweizerischen Gehörlosenbund spenden. Am nächsten Donnerstag hat der Schweizerische Gehörlosenbund (SGBFSS) Tag der offenen Tür. Von 14 Uhr bis 19 Uhr ist offen. Der SGBFSS hat alle Büros umgebaut. Diese können nun besichtigt werden. In Peru wurde vor zwei Wochen am 13. Mai die Gebärdensprache offiziell anerkannt. Diese Anerkennung ist ein wichtiger Schritt für alle Gehörlosen. Bisher stießen sie überall an, jetzt ist es gesetzlich geregelt und ihre Lebenssituation wird verbessert. Nun ist Peru bereit, in öffentlichen Ämtern Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Auch für Ausbildungen werden Dolmetscher angestellt. Das Ziel ist, dass Gehörlose Zugang zu Schule und Bildung bekommen. In Peru leben etwa 675.000 Menschen mit Hörbehinderung. Peru unterstützt die Gehörlosen und fördert die Gebärdensprache. Viagra, die blaue Potenzpille, kann das Gehör schädigen. In Amerika an der Universität von Alabama haben Forscher herausgefunden, dass die blaue Potenzpille den Wirkstoff PDE5-Hemmer enthält. Dieser verdoppelt das Risiko für einen Hörverlust. Nun muss in Amerika der Warnhinweis vor Hörschädigung auf den Packungszettel. Der Forschungsleiter Gerald McGuinn vermutet, dass nach Einnahme von Viagra nicht nur der Penis Schwellkörper anschwillt, sondern auch der Blutfluss im Ohr stimuliert wird. Was zur Hörschädigung führen kann? Der 17-jährige amerikanische Tennisstar, welcher in der Filmserie Hannah Montana mitspielt, die Frau heißt Miley Cyrus, möchte die Gebärdensprache lernen. Sie hat viele gehörlose Fans und einige auch schon getroffen. Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht mit den Gehörlosen kommunizieren kann. Nun lernt sie die Gebärdensprache mit einer speziellen DVD. Ihr Ziel ist, beim nächsten Treffen mit den Gehörlosen kommunizieren zu können. Ihr Vater unterstützt ihre Bemühungen und lernt die Gebärdensprache gleich mit. Das war's von Focus 5 News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.